Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da dabei seid bei Lipsticks and Heels. Heute kommt mal eine andere Art von Video und zwar habe ich bereits bei Sarahs Woche nachgefragt auf meinem Zweitkanal, ob ihr daran Interesse hättet, dass ich euch mal zeige, was ich so zugeschickt bekommen habe. Ich liebe solche Videos, ich kenne es in Deutschland eher wenig, eher aus den amerikanischen YouTube-Videos, dass die YouTuber zeigen, was bekommen sie so zugeschickt. Bei mir ist es jetzt wirklich vom Blog und von YouTube. Ja, und ich finde es halt immer toll, also ich gucke die Videos halt unglaublich gerne, vor allem bei der Julia Graf gucke ich das mega, mega, mega gerne an, da es ja immer so eine kleine Review dazu gibt, ihre Meinung sagt, auch wenn ich die Produkte kostenlos und unverbindlich zur Verfügung bekommen habe, werde ich meine ehrliche Meinung dazu sagen, weil ich möchte nichts schönreden oder sonst irgendwas. Ich möchte euch einfach die Produkte vorstellen. Und ja, falls irgendwelche Kommentare kommen, du willst ein bisschen angeben und so, nein, sonst hätte ich ja sowas vielleicht früher gemacht oder so, aber nein, dem ist nicht so, ich möchte es einfach zeigen. Wenn euch das Format gefällt, dann gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr das scheiße fandet, dann macht einen Daumen runter, dann weiß ich das, dann mache ich es auch nicht mehr. Aber ich dachte, wir probieren es einfach mal aus, da ich wirklich oft Schminke oder Klamotten oder sowas einfach so zugeschickt bekomme. Und ja, vielleicht ist ja was für euch dabei, wenn nicht, dann nicht. Und ja, fangen wir einfach mal an. Das erste, das ich zugeschickt bekommen habe, habe ich auch schon benutzt und ausprobiert. Und zwar ist es von Foreo die Isa. Das sieht wirklich erstmal komisch aus. Ich habe auf Instagram auch schon komische Kommentare dazu bekommen, wo ich es gepostet habe. Und zwar ist es eine Zahnbürste, die sieht so aus, wirklich sehr komisch. Ist eine elektrische Zahnbürste, also... Hört man das? Und die hat halt solche Silikonborsten und die ist wirklich so ganz, ganz, ganz weich. Und ich weiß nicht, aber es macht so viel Spaß, sie zu benutzen. Man wechselt dann... Oh Gott, jetzt mache ich gleich kaputt. Hilfe! Man wechselt dann quasi hier diesen Kopf aus. Und ja, ich habe die jetzt schon eine Woche lang verwendet. Ich werde... vielleicht nochmal ein extra Video dazu machen, je nachdem, ob es euch interessiert. Ich finde die aber mega, mega, mega cool und die sieht so lustig aus. Und ich habe ja auch die Foreo Luna, diese Gesichtsbürste, und die finde ich auch mega klasse. Und ja, es ist wirklich was Neues. Es war am Anfang total komisch, die zu benutzen. Weil, das ist keine Ahnung, das ist nicht so wie diese normalen Zahnbürstenborsten, sondern es ist ja wirklich so ein mega weiches Silikongummi. Und man muss sich da wirklich erstmal umgewöhnen. Und ich habe zwischenzeitlich mal meine alte Zahnbürste hergenommen und ich hatte wirklich dann gleich Zahnfleischbluten, weil ich habe, bei mir ist so, ich neige sehr schnell zu Zahnfleischbluten und das habe ich mit der überhaupt nicht. Die ist wirklich sehr sensitiv, nennt man das so, sensitiv, sensibel. Ja, ich finde die aber mega cool und ich freue mich, die schon weiter zu benutzen. Und ja, vielleicht werde ich noch ein Video dazu extra machen. Wenn es euch interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann mache ich dazu nochmal ein extra Video. Ansonsten zu Foreo Luna habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch unten. Aber wirklich tausend Dank ans Foreo-Team. Das ist wirklich eins der Dinge, auf die ich richtig scharf war. Ich habe es bei der Essie Button schon gesehen, glaube ich, die Zahnbürste. Und ich dachte mir so, boah, das wäre so cool, wenn du die auch mal ausprobieren könntest oder wenn du die auch hättest und so. Aber zu dem Zeitpunkt konnte man die auch noch nicht mal bestellen. Ja, die gibt es auch noch in anderen Farben. Ich verlinke euch den Link unten. Aber wer auf der Suche nach einer coolen Zahnbürste ist oder nach einer, die nicht ganz so hart ist zu den Zähnen und auch einfach mal was Neues ist, den kann ich es nur empfehlen. Aber ja, falls ihr ein extra Video dazu haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. So, dann habe ich ein riesen, also ein richtig schweres Paket bekommen. Und von einer PR-Agentur. Und die haben mich gefragt, ob sie mir so ein paar Produkte zusenden dürften. Einfach mal zum Ausprobieren, zum Testen. Ich dachte mir so, ja, warum nicht? Und wo ich das aufgemacht habe, da habe ich einfach nur so einen Schreikrampf bekommen. So, oh mein Gott, was habe ich da alles bekommen? Und ja, das ist echt der Wahnsinn. Tausend, tausend Dank. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es sind Produkte von drei Marken. Danke an dich, Caroline, weil von dir habe ich einen lieben Brief bekommen. Ja, vielen Dank, Caroline, hast du wirklich ganz toll zusammengepackt und oh Gott, ich freue mich einfach nur, diese Sachen auszuprobieren. Ja, drei Marken sind drin enthalten. Ich fange mal an mit Saint-Tropez. Und zwar ist Saint-Tropez ja so eine Marke für Selbstbräuner.
Wie ihr sehen könnt, ich bin ein bisschen bräuner geworden. Ich benutze die Produkte gerade wieder, weil ich möchte ein Selbstbräuner-Video machen. Und das kam irgendwie total gelegen, dass ich auch dieses Paket dazu bekommen habe. Ich habe es ja letztes Jahr irgendwie verpeilt, aber jetzt habe ich irgendwie wieder Lust gehabt auf Selbstbräuner. Und ja, ich benutze Saint-Tropez schon seit Jahren und ich liebe die Produkte. Das könnt ihr auch in meinen Sommerfavoriten von letztem Jahr sehen, dass ich die Produkte wirklich sehr mag. Und ja, da habe ich einen Handschuh bekommen. Den verwendet ihr quasi mit diesem Schaum zusammen, damit es nicht fleckig wird. Finde ich klasse. Den werde ich jetzt einfach mal als Backup aufbewahren, da ich ja meinen noch habe. Und ja, die sind wirklich super leicht auszuwaschen und zu benutzen. Dann habe ich bekommen das Bronzing Mousse, das ganz normale Self-Tan, das sind jetzt die 120 Milliliter. Ist wirklich einer, oder ist mein Lieblings-Selbstbräuner. Das ist der einzigste, der keine Flecken macht. Und ihr wisst, ich bin super, super, super weiß. Und dass bei mir ein Selbstbräuner keine Flecken macht, das grenzt schon so an einem Weltwunder. Aber ja, ich finde, die Saint-Tropez-Produkte sind ihren Preis wert. Und die Produkte zeige ich auch super gerne in die Kamera, weil ich da zu 120% dahinter stehe. Und ja, ich werde aber ein Selbstbräuner-Video machen, auch wo ich die Produkte benutze, wo ich sie euch zeige. Das wollte ich aber auch schon letztes Jahr machen, darum, das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwas zugeschickt bekommen habe oder sonstiges. Das wollte ich schon letztes Jahr machen und ja, jetzt werde ich es aber dieses Jahr durchziehen, weil sonst kommen wir irgendwie nie dazu und im Winter brauche ich dann auch kein Selbstbräuner-Video mehr zu drehen. Ja, wird bald online kommen. Dann war noch drin von Saint-Tropez das Everyday Body Medium Dark. Das ist eine Bodylotion. Die könnt ihr quasi nochmal drüber geben. Die gibt auch nochmal ein bisschen Bräune, aber die ist wirklich eher pflegend. Bei Selbstbräuner müsst ihr halt darauf achten, Selbstbräuner trocknet die Haut aus und wenn die Haut austrocknet, wird es fleckig. Darum müsst ihr wirklich jeden Tag Bodylotion benutzen. Ich bin ja auch nicht so der Bodylotion-Typ. Ich benutze einmal im Schalter dann meine Bodylotion. Jetzt muss ich es wirklich täglich machen. Und wenn ich dann wirklich nochmal mehr Bräune haben möchte, dann nehme ich so eine getönte Bodylotion her. Ja, die macht aber auch keine Flecken, wenn ihr nur mal die hernimmt. Das mache ich, wenn ich mal... Oh Gott, ich rede zu durcheinander. Wenn ihr mal keinen Selbstbräuner benutzt, aber jetzt einfach mal ein bisschen so einen bronzigen Look auf den Beinen haben möchtet oder einfach so ein bisschen Farbe haben möchtet, dann finde ich die Bodylotion auch sehr gut. Klar, die gibt es natürlich auch günstiger. Ich hatte auch mal die von BB, aber die wurde bei mir sehr orangestichig. Wie gesagt, ich bin halt sehr weiß. Wenn man schon eine gewisse Bräune hat, dann ist es was anderes. Aber ich bin sehr weiß und ich muss wirklich darauf achten, dass die Sachen nicht orange werden. Und die von Saint-Tropez, die Produkte, die werden halt nicht orange bei mir. Also ihr seht es ja, ich bin nicht orange. Falls es orange wirken sollte, dann ist es wegen der Bildbearbeitung. Aber wenn ich mich so anschaue, ich bin nicht orange und ich bekomme auch keine Kommentare so, hast du Selbstbräuner benutzt? Es fällt keinem auf. Ja, darum von mir ein super, super Produkt. Ist natürlich, wie gesagt, höherpreisig, aber wenn ihr auch gerade sehr hell seid und einfach mal ein bisschen Bräune haben möchtet, dann empfehle ich euch die Saint-Tropez-Sachen von ganzem Herzen. War noch was drin? Oh ja, es war nochmal der Everyday Moisturizer for Face drin. Den kenne ich jetzt noch gar nicht. Ich benutze auch die Selbstbräuner nicht im Gesicht, weil, keine Ahnung, ich mache es einfach nicht. Ich benutze immer nur bis zum Hals und bis zu den Ohren und im Gesicht nehme ich einfach eine dunklere Foundation her. Das ist jetzt fürs Gesicht der Bräuner. Die Sachen sind durchsichtig. Ich möchte es nicht auf die Hand reiben. Es riecht sehr lecker. Aber ja, da freue ich mich auch schon drauf. Habe ich noch nicht benutzt, bin ich sehr gespannt drauf. Und ich werde es dann auch in der Selbstbräuner-Routine sagen, wie ich das Ganze fand. Dann habe ich Produkte bekommen von CD. CD gibt es im DM, habe ich aber noch nie was davon verwendet. Das ist jetzt eine Tiefenreinigung mit natürlichen Peelingperlen, täglich mildes Waschpeeling für empfindliche Haut plus pflanzliches Hyaluron, CD-Reinheitsgebot, 0% Mineralöle, Silikone, Parabene, Farbstoffe und tierische Inhaltsstoffe. Sehr hübsche Farbe, ist jetzt eine Wasserlilie. Oh, das riecht lecker. Ja, das riecht sehr cool. Freue ich mich auch drauf, es zu benutzen, vor allem, da es halt ohne Mineralöle und sowas ist. Ja, ich habe noch nie Produkte von CD benutzt, aber ich bin gespannt drauf. Ich werde berichten. Dann von CD war noch eine Duschlotion mit dabei, Sanddorn. Und das ist auch ohne diese Mineralöle, Silikone, Parabene, Farbstoffe, tierische Inhaltsstoffe.
hat einen Body-Lotion-Effekt. Das ist ja, eine Zeit lang war das ja total gehypt, diese Produkte auf YouTube. Ich habe von Far, habe ich auch mal solche Produkte zugeschickt bekommen. Wobei ich die jetzt nicht sonderlich pflegend fand. Mhm. Riecht lecker. Riecht richtig lecker. Ja, ich bin gespannt. Ist jetzt natürlich auch cool, gerade mit dem Selbstbräuner, da man ja wirklich mehr Pflege braucht, werde ich das jetzt wirklich gleich mal in Gebrauch nehmen. Und ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Weiter geht's mit dem Sensitivschaum Reinigung und Rasur an, mit Calendula und Milchsäure. Auch wie gesagt, ohne Mineralöle und bla bla bla. 2 in 1, Intimreinigung und Körperrasur. Aha. Ich nehme ja zum Rasieren immer meine Rituals Duschschäume her. Oh Gott, ich möchte das jetzt nicht aufmachen. Oh Gott. Seht ihr das? Oh, das riecht lecker. Das riecht echt gut. Ich mache es einfach mal zu. Riecht sehr gut und ich liebe solche Duschschäume über alles, weil man kann halt gleich einfach rasieren und man hat da gleich so 2 in 1. Und da freue ich mich, über alles, aber das sind halt so Sachen, die ich dann wirklich weiß, sowas werde ich gerne benutzen. Und vielleicht übertrumpft es ja meine Rituals-Produkte, weil irgendwann ist man ja wirklich diese Gerüche auch satt. Sie haben ja jetzt nicht so ein großes Produktspektrum. Darum freue ich mich darüber. Ich hatte neulich auch von Kneipp so einen Duschschaum. Den fand ich auch gut, wobei der hat nach Aprikose gerochen. Ich mag einfach keinen Aprikosengeruch. Aber da freue ich mich sehr, weil der hat wirklich sehr angenehm gerochen. Und ich glaube, das ist so eine festere Schaumkonsistenz. Ja, ich bin gespannt. Was total süß war, da war ein Deo drin, ein Deo Roll-On ohne Aluminium, auch von CD. Und das ist einfach so ein, ja, so ein Roller. Und ich finde den total goldig, weil er so klein ist. Den kann man voll gut so in die Handtasche packen oder so. Den finde ich richtig cool. Ich nehme gerade einen von Biotherm. Meiner neigt sich auch schon im Ende zu, mein Deo-Stick. Der ist auch ohne Aluminium. Finde ich klasse. Den werde ich sicherlich gerne benutzen. Wobei, vielleicht werde ich ihn mir auch aufheben und so für die Handtasche aufheben. Weil ich finde, also ich finde es total praktisch und total süß. Also das finde ich richtig, richtig cool. Das letzte Produkt von CD ist ein Deo, riecht nach Orangenblüten, Glücksgefühl heißt es. Ist auch ohne Mineralöle, bla bla bla, wie auch die anderen Sachen, pH-neutral. Und das ist auch ohne Aluminium. Ja. Mhm. Okay, riecht angenehm. Riecht frisch, ja, so ein bisschen nach Orange, Orangenblüten. Ah, riecht angenehm frisch, ja. Dann wird das wahrscheinlich eher was für zu Hause sein und der dann für unterwegs. Ah, ich finde es sehr cool und ja, das kommt wirklich wie gerufen, ne, weil mein Deo gerade zur Neige geht und ich war jetzt schon am Überlegen, okay, welche Deos soll ich jetzt als nächstes ausprobieren, was halt eben ohne Aluminiumsalze sind und ja, cool, Dankeschön. Ja, und die nächsten Produkte, die auch noch in dieser Box drin sind, ihr seht, es ist wirklich eine Menge. Und ich bin fast ausgeflippt, weil das waren so Sachen, die wollte ich schon so ewig haben. Die Reni hat mich schon so lange damit angefixt und ich war schon immer auf der Seite, soll ich jetzt bestellen? Nein, ich bestelle doch nicht. Soll ich bestellen? Ich bestelle doch nicht. Und irgendwie habe ich es dann nie bestellt, aber ich wollte es schon immer haben. Und zwar von Liz Earl habe ich auch Produkte bekommen und ach, geil, also ich habe mich so gefreut, weil das ist auch so eine Marke, die ich unbedingt kennenlernen wollte, unbedingt ausprobieren wollte und das ist halt so cool, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, diese Sachen kostenlos zu testen und ja, danke, danke, danke. Und zwar haben wir einmal den Liz Earl Cleanse & Polish Hot Cloth Cleanser und da ist dann auch dieses Tuch dabei, was wirklich sehr hart ist. Es ist wirklich hart. Also es ist nicht weich, es ist ein bisschen härter. Aber ich bin mal gespannt. Ich muss auch nochmal durchlesen, wie genau man das jetzt verwendet. Aber da freue ich mich mega drauf. Das ist ja mal richtig cool. So, dann war als nächstes drin von Liz Earl das Dry and Sensitive, der Skin Repair Moisturizer, also eine Tagescreme. Und die machen wir jetzt mal auf. Die ist zugeschweißt. Okay. Riecht jetzt nicht gerade toll. Es ist sehr dickflüssig, aber fühlt sich schon mal gut an.
mit unter anderem Avocadoöl, Vitamin E, bla bla bla. Ja, also sie riecht jetzt nicht ganz so klasse, aber ich glaube, die sind ja halt ohne Duftstoffe und sowas. Darum ist es okay. Und ja, es fühlt sich gut an. Bin ich auch gespannt drauf. Oh Gott, ich freue mich so auf die Liz Earl Produkte, vor allem auf diesen Hot Cloth Cleanser. Dann ist noch dabei von Liz Earl das Instant Boost Skin Tonic mit Aloe Vera, Calendula, Cucumber, Rose Scented, Geranium and Natural Source Vitamin E. Ja, Englisch. Ja, ein Gesichtswasser bin ich auch sehr gespannt. Und das Lustige ist, das macht man. Ah, man dreht das so auf. Okay. Hat es aber auch so ein bisschen dickflüssiger. Es ist nicht ganz so flüssig. Riecht schon mal gut. So ein bisschen nach Rose. Ja, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Oh Gott, ich finde es so spannend. Ja, das ist so ein bisschen dickflüssiger, das Tonic. Und jetzt habe ich das überall. Riecht aber gut. Und ja, das war's mit den Liz Earl Produkten und mit dem Paket. Tausend, tausend Dank. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist wirklich der Oberhammer, dieses Paket. Und Gott, ich freue mich schon mega, mega, mega drauf. Die einzelnen Blog-Einträge zu den Produkten werdet ihr dann auf meinem Blog www.therabor.com finden, ist aber auch unten verlinkt. Aber falls mir ein Produkt wirklich so mega, mega gut gefällt, dann wisst ihr, ich werde es nochmal in meinen Favoriten zeigen oder in sonst irgendeiner Art von Video. Und ja, tausend, tausend Dank nochmal. Das ist echt der Oberwahnsinn. Das nächste Paket ist auch von einer PR-Agentur aus München. Und, oh mein Gott, es enthält Laura Mercier Produkte. Und zwar sind das die neuen Produkte, oder was ist neu, also die wohl ab August im Handel sind. Und es ist aus der Verbena Infusion Reihe. Und es ist einmal ein Gel Body Moisture. Sieht so aus. Und lasst es uns mal ausprobieren. Ich liebe ja die Laura Mercier Body Produkte. Oh mein Gott. Oh, riecht das lecker. Das riecht so ein grüner Tee. Ah! Okay, das ist so total wabbelig, also richtig gelartig. Ah, es ist cool. Also das ist sehr, sehr gelartig, überhaupt nicht so cremig. Oh, riecht das geil. Das riecht richtig frisch, hat so ein bisschen eine männliche Note, würde ich mal sagen. Boah, riecht das geil. Hammer geil, hammer, hammer, hammer. Das ist halt so ein, das ist so eine richtige Sommerlotion. Also wenn es so heiß ist und man will jetzt nicht so eine Creme benutzen. Ich glaube, wenn man es auch in so einen Kühlschrank stellt, diese Gelprodukte, die werden ja dann noch, die nehmen ja diese Kühle besser auf. Wie sagt man das? Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es so richtig kühlend ist und der Geruch. Oh, der ist so richtig frisch, ein bisschen Zitrus, grüner Tee. Oh, Wahnsinn, Hammer. Und noch dabei war die Gel Body Scrub. Oh, die riecht auch so lecker. Oh Gott, jetzt habe ich alle Hände voll. Die fühlt sich auch so komisch an. Die ist so richtig dätschig. Also man kann das richtig cool. Boah, riecht das geil. Hammer, hammer, hammer. Und das Peeling, das ist auch so ein bisschen ölig. Also, das hinterlässt dann so einen Ölfilm und man hat da so eine richtig, richtig babyweiche Haut danach. Also, ich habe so ein ähnliches Peeling. Oh, das riecht so lecker. Das sind richtig tolle Sommerprodukte. Schade, dass in Deutschland der Sommer schon so gut wie rum ist. Aber das ist genau mein Geruch. Also, ich liebe ja von Elizabeth Arden diesen Green Tea Körperduft. Und es ist noch besser. Ah, oh, geil. Da freue ich mich. Und mit dabei war noch das Dry Oil Body Mist. Ja, das wird wahrscheinlich der gleiche Geruch sein. Oh, die Leute, die Sache. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Die riechen so lecker. Und es ist einfach so ein Körperöl, was man dann halt nach der Dusche drauf machen kann. Ich mag sowas gerne für die Beine. Oh Gott, Leute, die Sachen riechen so lecker. Ich finde eh diese ganzen Körperprodukte von Laura Mercier, die riechen so bombastisch gut.
Leider sind sie ja nicht ganz so günstig, aber ja. Ich verlinke euch die Produkte mal unten, falls ich sie in einem Online-Shop finde. Oh, ich bin total begeistert. Ja, ganz, ganz große Liebe und Dankeschön für diese tollen Produkte. Ich liebe, liebe, liebe Laura Mercier und ich denke, ich werde super viel Spaß haben an diesen Produkten. So, kommen wir zum nächsten Produkt, zum nächsten Paket und oh mein Gott, Leute, das ist riesen, riesen, riesengroß und ich glaube, ich weiß auch schon, was da drin ist. Oh mein Gott. Okay, es ist von Bosch und fangen wir mal an. Ich greife einfach mal rein. Einmal dieses Glätteisen hier, das ist der Pro Salon Sleek Stylist. Und das sind so Soft Stripes drin. Wir machen es mal auf. Also für Easy Straightening, müheloses Glätten in nur einem Zug und ohne Druck. Schonendes, weiches Aufliegen der Haare auf den elastischen Soft Stripes. Schonend zum Haar, gleiches Glättergebnis bei bis zu 20 Grad niedrigerer Temperatur. Packen wir es doch mal aus zusammen. Aber ich glaube, das Ganze schreit nach einem Haartutorial-Video. Und jetzt machen wir es mal auf. Okay. Okay. Also mit dabei sind solche Stripes, die man, so wie ich das jetzt erkennen kann. Aha, die macht man da so ans Glätteisen dran. Und sieht schon mal cool aus. Also auch ein sehr schönes Design. Und Gott, ich bin da echt mal gespannt. Ach so, und diese Dinger hier, diese Teile, die macht man, kann man dann so abmachen oder dran machen. Je nachdem, ob man dünnes Haar hat. Was stand da? Kein Herausrutschen der Haare, somit kein mehrfaches Glätten. Diese Stripes, diese, oh Gott, kriege ich das jetzt wieder rein? Hilfe! Die sollen halt helfen, damit die Haare da nicht so flutschen und einen guten Halt haben und damit man halt nur einmal drüber glätten muss. Aber was ich cool finde, das tut auch so ein bisschen nachgeben. Und da, ja, einmal für starkes Haar, normales Haar und feines Haar sind da solche Gummidinger. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, das kenne ich noch gar nicht. Dann hat man hier so ein Locker, also wenn man es zumacht, denke ich mal, damit man das so festmachen kann, damit es zu bleibt. Sowas finde ich immer richtig gut, weil bei meinem GHD habe ich das Problem, ich wickel das Kabel muss so drum, damit es zu bleibt, dann wegen dem Aufräumen her. Und es ist ja nicht ganz so gut fürs Gerät, darum finde ich das cool, dass sie daran gedacht haben. Und genau, mit Ionen ist es, und da kann man einstellen, entweder 140, 170 oder 200 Grad on-off. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, vor allem wegen diesen Stripes. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Finde ich cool. Und ja, ich werde da bestimmt mal ein Tutorial mitmachen. Also, wenn ihr gleich seht, was da noch alles drin ist, das, wie gesagt, es schreit geradezu nach einem Tutorial. Das nächste ist nochmal ein Glätteisen. Und zwar ist es der Classic Coiffure Ceramic. Ne, was steht da? Power Care Technology. Hat der Name? Ich glaube, das ist der Name. Und zwar extra lange Keramik-Turmalinplatten, gleichmäßige Hitzeverteilung, flexibel gelagerte Platten, Curl and Straight-Funktion, Millionen Ionen für seidigen Glanz. Das mit den Ionen habe ich auch noch nie geblickt. Aber ja, machen wir es auch mal auf. Ah, ich finde es, also ich liebe es, so Haar-Gadgets zu testen. Also das finde ich richtig, richtig cool. Von da, also ich persönlich hatte einmal eins von Remington, ein Glätteisen. Das war der größte Kack überhaupt. Also es tut mir echt leid für Remington, aber das hat mir gar nicht gefallen. Vielleicht haben sie mittlerweile bessere. Aber seitdem bin ich echt bei GHD hängen geblieben. Und ich habe wirklich keine anderen Produkte ausprobiert. Oh, doch, ich hatte doch mal einen Nockenstab nochmal ein, aber den fand ich auch nicht gut. Naja, sei es drum. Okay, der fühlt sich schon mal anders an. Na, da habt ihr jetzt nur das Glätteisen. Und es hat 10% längere Platten. Also sind wirklich lange Platten. Finde ich cool.
Und die geben auch so ein bisschen nach und die kann man auch so, also die lassen sich wirklich schön reindrücken, was immer sehr wichtig ist, gerade wenn man einen Locken macht oder sowas. Liegt schön in der Hand, also es ist hier sehr dünn am Schaft, was ich cool finde, also man kann es gut anfassen. Und genau, mit Ionen, und dann kann man einstellen, ob man 120, 140, 160, 180 oder 200 Grad haben möchte. Und was auch cool ist, es hat wieder diesen Stopper hier drin, damit es zu bleibt. Das finde ich richtig, richtig cool. Ja, ich bin mega, mega, mega gespannt. Die werden aber wahrscheinlich wesentlich günstiger sein als die GHD. Und von dem her bin ich da sehr gespannt drauf, um euch vielleicht auch so eine günstigere Alternative zeigen zu können. Finde ich sehr cool, aber mir gefällt echt diese Form. Also es liegt halt wirklich sehr schön, sehr geschmeidig in der Hand. Und ist auch so ein schönes Plastik. Ja, finde ich sehr cool und freue ich mich auch. Dann, oh Gott, Leute, die Kiste ist noch voll, gell? Dann war mit dabei aus der Style-to-Go-Reihe. Das sind drei Produkte. Wartet. Einmal ein Style-to-Go für Locken unterwegs. Dann einmal Style-to-Go ein Föhn für unterwegs. Also so ein Rundföhn mit so einer Bürste und dann einmal so einen kleinen Föhn. Fangen wir mal mit dem kleinen Föhn an. Und das ist, so wie ich es jetzt verstanden habe, so eine Reihe, eben, was man so in die Handtasche einpacken kann, für unterwegs, zum Verreisen, den Koffer. Hier hinten ist dann nämlich drauf, so für Business, Holidays, Sports, Evening Party, damit man diese Produkte eben überall hin mitnehmen kann. Und jetzt machen wir mal den Föhn auf. Oh, ich wollte schon immer mal so einen Reiseföhn haben. So cool. Also, das ist echt, ja, freue ich mich sehr drauf. Lass es mal aufmachen. Oh mein Gott, ist das süß. Guckt euch mal das an. So ein Mini-Föhn. Ist der nicht cool? Und man kann den halt bis zur Stufe 2. Wie mache ich das wieder runter? Hilfe, wie geht das? Wie biege ich das dann wieder? Ah ja, einfach drücken. Okay. Ja, cool. Dieser kleine Föhn und dann ist auch noch so ein Aufsatz mit dabei. Das finde ich doch mal richtig cool. Also für unterwegs. Ich bin mal gespannt, wie viel Power der hat, aber ist ja eigentlich wurscht. Also den hätte ich jetzt echt gebraucht, wo wir beim Mädelswochenende unterwegs waren. Weil da war im Hotelzimmer war ein Föhn, da war es so mega schwach. Und einen Föhn braucht man eigentlich immer, oder wenn man so ins Schwimmbad geht oder sowas, weil die sind meistens scheiße, wo es da gibt. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Dankeschön. Das nächste ist dann dieser Drehföhn. Nennt man das so? Ups. Also sind drei Produkte in dieser Linie. Ist natürlich auch toll, wenn man kurze Haare hat, dann langt einem ja sowas und ist natürlich viel günstiger. Und, okay, das sieht jetzt so aus. Oh mein Gott, ist das süß! Und es dreht sich dann wahrscheinlich. Also so Föhn, dann kann man halt gleich so Volumen ins Haar föhnen. Total cool. Gut, der ist jetzt sehr klein. Also ich denke mal, wenn man viele Haare hat, wird man ewig damit brauchen. Aber ich stelle es mir gut cool vor, wenn man eine Kurzhaarfrisur hat, so bis zu den Schultern, langt einem sowas vollkommen. Und man hat es halt echt, man kann es überall mit einpacken. Das finde ich richtig cool. Also finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Serie von Bosch. Wirklich ein Daumen nach oben von mir. Und dann das nächste ist der Style to Go, diese Glätteisen-Lockenstab. Wir werden es gleich sehen, was es ist. Oh Gott, Leute, das ist so süß. Guckt euch mal das an. Ah, das ist so ein Mini-Glätteisen. Oh Gott, ist das süß. Schaut mal, das ist so groß wie meine Hand. Das ist ja mal richtig, richtig, richtig süß gemacht. Also das kann man auch super benutzen, wenn man so einen Pony hat und nur seinen Pony irgendwie stylen möchte. Oder wenn man halt so abends in die Disco geht oder so und man weiß, man wird die ganze Zeit wegbleiben, man will noch kurz den Pony irgendwie richten oder der Pony, der wird dann immer lockig oder irgendwie sowas. Da stelle ich mir das voll cool vor. Ich hatte eine Freundin und die hat immer zum Party machen so ein Mini-Glätteisen mit dabei gehabt, weil ihre Haare extrem schnell lockig geworden sind. Und dann sah sie halt aus wie so ein Stubbelpeter. Und dann hatte sie immer so ein Mini-Glätteisen mit dabei. Und ich fand es damals halt auch immer voll cool. Und ja, jetzt habe ich auch einen. Ey, der ist ja mal mega, mega, mega süß, oder? Ich bin total begeistert.
Also ich denke, so werdet ihr lange brauchen, bis ihr da mal durch seid. Aber okay, wie gesagt, es ist eher so für unterwegs was. Und oder eben, wenn man eine Kurzhaarfrisur hat, wird es einem völlig langen. Beziehungsweise, ich glaube, Männer können damit auch gut zurechtkommen. Also wenn sie ihre Haare irgendwie stylen möchten, ist sowas auch ganz praktisch. Ja, sehr cool. Und das Letzte, was im Paket war, ja, es ist tatsächlich noch was drin. Und zwar ist noch ein großer Föhn mit dabei. Und der kommt echt wie gerufen, ne? Weil mein Föhn, ich hatte einen sehr, sehr guten Profi-Föhn. Und der hat jetzt nach 3 Jahren seinen Geist aufgegeben und ist einfach mal implodiert. Darum habe ich gerade keinen Föhn. Aber das, darum kommt es jetzt gerade wirklich wie gerufen, dieser Föhn. Ich brauche unbedingt einen Föhn. Vor allem jetzt, wo es kalt wird. Jetzt, wo es so heiß war, konnte man ja seine Haare irgendwie noch so in der Luft trocknen lassen. Ich wollte mich jetzt wirklich erstmal so ein bisschen umschauen nach guten Föhnen, aber die guten sind ja auch sehr teuer. Ja, aber jetzt im Winter hin geht es halt auch nicht mehr, dass man seine Haare Luft trocknen lässt. Und ja, Bedienungsanleitung. Dann ist so ein Aufsatz. So ein Aufsatz ist mit dabei. Und der Föhn, der sieht so aus, mit Ionen, und den kann man ganz kalt stellen, man hat hier verschiedene Stufen, ja, finde ich schön, also ist auch groß, 20% schnellere Trocknung, ja, da bin ich sehr gespannt. Und was ich cool finde, der hat hinten so einen guten Schutz, damit die Haare nicht so, sich nicht so verheddern, weil ich bin wirklich so ein Kandidat. Mir passiert es öfters, dass meine Haare sich hinten im Föhn verheddern. Fragt mich nicht wie, aber es passiert. Ja, aber hammer, hammer, hammer cool. Und wie gesagt, der kommt dann wie gerufen, weil ich keinen Föhn habe. Oh Gott, hier sieht es bei mir gerade aus wie im Schweinestall. Und ich möchte wirklich bei jeder einzelnen Firma, bei jeder einzelnen PR-Agentur tausendfach bedanken. Das ist der Oberhammer. Und ich freue mich wirklich, alle Produkte auszuprobieren. Die Sachen werde ich jetzt alle testen. Wie gesagt, was mir sehr gut gefällt, werde ich auf jeden Fall mal posten auf meinem Blog oder auf YouTube. Ich glaube, zu den Haarprodukten werde ich auf jeden Fall mal ein Tutorial machen, weil es mich selber interessiert, wie die Produkte so sind. Und ich denke, jeder ist auf der Suche immer nach einem guten Glätteisen, nach einem guten Lockenstab oder sonstigen. Und gerade diese kleinen Produkte, diese Style-to-go-Produkte, kann ich euch nur empfehlen, so für Reisen oder wenn ihr kurze Haare habt. Ich verlinke alle Produkte, die ich finde, in der Infobox. Ansonsten schaut auf meinem Blog vorbei, www.sarahbo.com. Und wenn euch dieses Format gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ich das nochmal mache. Dann sammle ich mal wieder ein paar Päckchen und poste euch noch so ein Video. Aber wie gesagt, das gehört zu einem meiner Lieblings-YouTube-Formate. Und ja, vielleicht gefällt es euch auch. Falls ihr das natürlich jetzt alles in den falschen Hals nehmt, dass ich jetzt irgendwas Böses für euch will oder hier rumprotzen möchte, dann lasst eure Kommentare einfach aus und schaut es einfach nicht an. Und ja, tausend Dank nochmal, tausend Dank auch an euch natürlich, an meine Blogleser und YouTube-Zuschauer, denn ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!